weil es ist wirklich real, es passiert. Nur weil einem das bisher nicht passiert, das heißt das nicht, dass einem das nicht passieren kann. Hi, liebe Leute, ich bin hier immer noch in Nürnberg beim Red Bull District Ride und warte auf das Finale. Ja, ich wollte ein Thema mal ansprechen für euch, und zwar Rettungswagen, Sanitäter-Einsatz für Mountainbiker, Mountainbikerinnen. Ja, ihr seht jetzt, hier sind ein paar Sanitäter. Einerseits natürlich für wegen Athleten, die ja große Risiken eingehen, aber auch bei einer Großveranstaltung kann natürlich immer was passieren mit Leuten, die vielleicht in der Menge kollabieren oder so, weil hier sehr viele Leute als Zuschauer da sind. Jetzt wollte ich euch mal fragen, hattet ihr schon Rettungseinsätze mit dem Mountainbike? Selber als Verletzter oder in eurem Freundeskreis, oder habt ihr als Externer vielleicht jemanden gesehen, der einen Unfall hatte? Was ich euch empfehlen möchte dazu, und zwar, es gibt Erste-Hilfe-Outdoor-Kurse, das verlinke ich unten mal, da findet ihr mehrere in Deutschland. Da könnt ihr speziell gucken, was kann man machen, wenn jemand im Gelände verunfallt. Weil hier in der Stadt ist natürlich easy, selbst wenn man irgendwo an der Treppe stürzt oder so, man könnte sagen, ich bin hier an der Straße so und was, dann kommt der Sanitäter. Aber oft geht es darum, wie schnell kann die Hilfe kommen, und in der Stadt geht das schnell oder generell da, wo Straßen sind und so weiter. Aber ihr seid im Wald, ihr habt keinen Empfang, vielleicht seid ihr alleine unterwegs, oder ihr müsst halt sagen, ja, wo kann jetzt der hinkommen, der Wagen, der Krankenwagen, weil alles schmale Wege sind, ihr seid auf einem Trail. Ja, erstmal zu gucken, was kann man selber machen, empfehle ich euch die Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse für Outdoor-Sportler und Mountainbiker. Dann ist es so, es gibt verschiedene Sturzsensoren, entweder die sind bei den Helmen schon integriert oder man kann die nachrüsten. Es gibt auch wirklich jetzt mittlerweile verschiedene Systeme. Ich kenne jetzt den von Toxen. Gerade für Leute, die alleine fahren, ist das gut. Weil wenn man stürzt und man wird vielleicht bewusstlos, dann geht der Alarm halt, weil man sendet das an die anderen Geräte, weil man sich nicht mehr bewegt. Genau. Und ja, ist auf jeden Fall, Sicherheit geht vor. Und ich habe jetzt Gott sei Dank noch nie in Krankenwagen gemusst für die und abtransportiert werden müssen, aber leider gehören die Gefahren mit zum Sport dazu. Und ja, da habe ich schon mal ein Video gemacht, wo wir das im Bikepark beschrieben haben, in Willingen, das verlinke ich auch unten mal, weil natürlich im Bikepark relativ viel passiert. Da kommt dann der Hubschrauber oder halt so mobile Geräte, ich zeige euch das mal hier, die dann auch ja ins Gelände fahren können. Ja, genau. Und ja, jetzt bin ich mal ganz gespannt auf eure Stories und hoffe, euch ein bisschen zu inspirieren, weil mit den Outdoor-Erste-Hilfe-Kursen, das ist so ein bisschen wie bei Fahrtechnik-Kursen, da macht man da mit und denkt so, wow, das muss man alles können, aber man muss natürlich auch üben, weil sonst kann man niemandem helfen, wenn man die Maßnahmen, die man da hat, oder die Möglichkeiten, wie kann man da jetzt Hilfe holen bei Stürzen, wenn man das nur einmal in einem Kurs gesehen hat, dann weiß man das vielleicht noch so rudimentär, aber hat keine Praxis. Also man kann einmal ein Jahr so einen Kurs machen oder man holt sich entsprechende Literatur, dass man auch wirklich immer im Thema bleiben kann, weil da geht es wirklich teilweise um Leben und Tod oder halt um schwere Verletzungen. Innere Verletzungen gibt es beim Biken, wenn man den Lenker in den Bauch bekommt, Kopfverletzungen, Wirbelsäulenverletzungen. Da kann man sehr viel falsch machen. Deswegen empfehle ich euch da professionell, euch ein bisschen auszubilden, fortzubilden, weil es ist wirklich real, es passiert. Nur weil einem das bisher nicht passiert, das heißt das nicht, dass einem das nicht passieren kann. Ich bin gespannt, was ihr so meint, und freue mich aufs nächste Video. Um fast überall hier in die Strecken reinzukommen. Ja? Also mit dem Fahrzeug können wir halt den Vorteil in die Strecken reinfahren, um so dich da halt an den Patienten zu kommen. Dabei haben wir vom medizinischen Material alles, also wie der ganz normale Rettungsdienst, können wir halt auch, da sind wir in der Lage, auch jede Art von Verletzungen zu behandeln vor Ort. Und dann halt noch spezielle Bergwachtausrüstung, das heißt Klettergurte, Seile, weil es kann ja auch mal passieren, dass der Patient stürzt und 20 Meter den Abhang runterliegt, wo wir den jetzt vielleicht dann nicht gerade so einfach runterkriegen. Da müssen wir dann natürlich anfangen, mit Seilmaterial zu arbeiten etc. Genau, das ist unser Nachläufer, unser Transportmaterial oder unser Transportmittel, genau. Genau, für den Patienten bestimmt, ist aufgestellt auf eine Gebirgstrage, so heißt das Gerät.
Ist auch extra für die technische Rettung gedacht. Strecke zu, ja.